Ein wundervolles Servus, meine Damen und Herren. Da sind wir wieder. Ja, genau. Hogwarts Legacy. Zaubertränke-Unterricht am Dach. Zauber. Sicher, sicher. Zaubertränke. Muss mal in den Keller zu den Zaubertränke. Das war hier ja total falsch. Das ist mal hier ja ganz falsch. Also gehen wir mal jetzt hier. Gehen wir jetzt mal runter. Und. Gehen wir mal runter. Wobei ich glaube, das ist das falsche runter, oder? Ich weiß es nicht. Immer mal aufpassen, dass ich jetzt hier nicht. In das falsche runtergehe. In Schwierigkeiten, was ausgehängt? Hallo, wo ist denn das hier mit dem Trinken? Ich muss was trinken, ich hab so einen Durst. Großes Tor. Hallo. Upsa, Entschuldigung, hi. Guten Tag. Du kannst die Zeit beschleunigen, indem du die Karte öffnest und F drückst. Ach, indem ich die Karte öffne und F drücke. Warte hier um die Zeit vom Tag bis zur Nacht oder von der Nacht. Ja, machen wir das nochmal. Tata! Okay, Mix it, Baby. Da ist ja wieder dieser komische. Weiß nicht, was für ein Verschnitt. Der will klassischen Blick da rechts. Achso, das ist der Blinde. Guck mal, ich habe eine offene Kiste voller Flaschen. Ich habe die Kiste extra offen gelassen, dass wenn ich stolper, sie alle rausfallen und kaputt gehen. Hallo, Mora. Habe ich mitgesprochen, weil ich den Text schon kenne, ja. Sie haben noch nichts dagegen, wenn ich in ihr Büro einbreche, oder? Ist ja gar nichts. Rebellion. Hier ist ja gar nichts. Wie langweilig sind Sie denn? Wie kommen Sie mit Ihren Aufgaben voran? Ich habe Ihre Aufgaben erledigt, Professor. Gut. Natürlich Sie sollten gut. Jetzt Depulso lernen können. Mal sehen, wie Sie sich machen. Mhm. Konzentration. Bleiben Sie bei der Sache. Ja, natürlich. Ich finde es auch sehr wichtig, dass mir der Zaubertrank-Fuzzi irgendeinen komischen Zauber lernt, statt mir Zaubertränke zu lernen. Aber gut. Jetzt haben Sie es. Wenn Sie üben wollen, und das sollten Sie... Dann nicht, indem Sie Klassenkameraden durch die Flure schleudern. Probieren Sie es doch an den verzauberten Büchern hier aus. Auftrag abgeschlossen, Professor Schabaufgabe. Depulso, ja. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt gerade aus dem Kopf nicht, was Depulso eigentlich macht. Aber achso, wehrt viele Arten von Objekten und Gegnern mit beachtlicher Kraft ab, obwohl es keinen direkten Schaden bei Gegnern verursacht, können Gegner und Objekte gleichermaßen mit zerstörerischen Folgen aufeinander geschleudert werden. Gut, das heißt, der kommt eigentlich hier auf mein Kampfset drauf. Sehr gut. Gut gemacht. Es freut mich, dass Sie fest entschlossen zu sein scheinen, die Zauberei zu meistern. Nun, Wiederholung kann ein ausgezeichneter Lehrer sein. Ja, im Vergleich zu dir, mein Lieber. Aber ich belasse es dann mal dabei. Impulso.
Achso, ne, da will ich jetzt gar nicht hin. Hab ich gesagt, das ist mir das ziemlich egal. Ey, hast du mir gerade die Tür vor der Nase zugeknallt? Du bist doch die, die immer hier sitzt, ne? Da gehören auch Doxy-Eier rein, aber die würden ja gerinnen. Ach. Entschuldigung. Revelio! Was hatte ich denn noch nie? Von dem kriegerischen Gregor. Bist du mein Zaubertranklehrer? Nee, ne? Also können wir ja schon. Das können wir alles schon. Das weiß ich immer noch nicht, wie dieses Spiel hier funktioniert. Ob ich das irgendwann mal herausfinde? Ob ich irgendwann mal herausfinde, was das hier bedeutet? Der 1121. Ich verstehe das nicht, ne? Ich verstehe das halt ja nicht. Kraftet nicht. Gut, soll unser Problem gerade nicht sein. Wir haben den Pulso gelernt. Das heißt, wir können jetzt hier. Wir sind heute ständig in den Aufträgen drin. Genau, da können wir jetzt weitermachen. Ich muss nach Hogsmeade reisen. Sirona dürfte in den drei Wesen zu finden sein. Genau, da geht's dann. Das ist quasi Hauptmission. Geht's dann hier weiter. Die Quidditch-Feldballons haben wir jetzt geschafft. Genau, jetzt wollen wir noch die behandeln. Dann haben wir auch die. Das sind wir noch. Genau, wirke den Pulso. Ein levitierten Gegner. Ja. Das werden wir. Achso, das ist. Das werden wir auch mal machen, glaube ich. Also wir müssen nach Hogsmeade. Und da reden wir mit My Sharona. Es kann ja nicht sein, dass man da durchprobieren muss. Da muss es doch irgendeinen Trick geben. Was haben nur diese Zahlen miteinander zu tun? Warum sind mal Zahlen und mal Bilder? Und in welchem Zusammenhang stehen diese Bilder? Ich verstehe nicht. Ich verstehe es nicht. Ich komme dann nicht dahinter. Dahinter. Ich komme einfach nicht dahinter. Könnt ihr das vorstellen, noch da einfach nicht dahinter kommen. Hi. Tak, tak, boom. Ich bin wieder hier. Amora Lohora, schalala. I want to break free. Ich versuche gerade irgendwie völlig Luke sinnlos. Und Rattleby muss sich fast eingenässt haben, als du bei den gekreuzten Stäben ständig gewonnen hast. Ja. Ich weiß, ich habe hier einige so ein bisschen nass gemacht. Ich muss auch gestehen, dass ich mich an der Stelle selbst ein bisschen geil fand. Aber. Naja. Was soll ich sagen? Ich bin, was ich bin. Und was ich bin, ist eine geile Sau. Zeig dir mir den Schatz an. Ja, aber das ist ja alles. Das ist ja. Das ist ja. Oder mir. Ich bin ein Fliegelkünstler. Wie ich abgehe. Erledigen Sie meine Aufgaben und suchen Sie mich dann in meinem Klassenzimmer auf, um den Abtrennzauber Defindo zu lernen. Er dient dazu, Objekte zu zerschneiden, kann aber auch eine mächtige Waffe sein. Ah ja, jetzt habe ich das gerade erledigt für ihn, ja, und anstatt dass er mal so ein bisschen dankbar ist und sagt, das haben sie gut gemacht, ich bin sehr stolz auf sie. Kommt ja gleich mit was Neuem.
Ah, die Tour hatten wir schon mal. Jui. Willst du zum Bahnhof fliegen? Das hatten wir auch schon. Stonehenge-Gedönse hier. Da sind wieder irgendwelche Kröten unten im Teich bestimmt. Das sind immer irgendwelche Kröten in irgendwelchen Teichen. Ah, sieh. Ne, den haben wir noch gar nicht. Großartig. Danke für das Lob, aber ich weiß, dass ich großartig bin. Da musst du mir nicht erzählen. Krassen U-Turn. Nochmal krassen U-Turn. Nein, ich will. Ich bin kein schwarzer Magier. Ich bin ein Magier und meine Hautfarbe ist schwarz. Aber das macht mich nicht zu einem schwarzen Magier. Aber dich macht das zu einem Rassisten. Haben Sie hier irgendwo einen völlig sinnlos herumzappelnden Ballon gesehen? Das wäre echt hilfreich, irgendwie. Ich glaube, mir fehlt da noch einer. Wäre echt toll, wenn der irgendwo auftauchen würde, so ich den mal mitnehmen kann, so. Einfach um diese völlig bescheuerte Mission mal abzuschließen. So. Really? So, haben wir das. Entschuldigung, sehen wir irgendwo einen Zettel? Ist der hier drin? Rebellion. Ich müsste mal rebellieren hier. Komisch. Sehr seltsam. Zack. Hallo Schnuffeldrachen, der du da bist, eine Hecke. Komische Hühner. So. Sportlich wie eh und je. Ach je. So, und jetzt haben wir auch das Ding hier wieder gefunden. Lumos. Er ist echt schon ganz schön doof. Da. So, dass es vom Drachen kommt und hier ins Dorf geht. Na siehst du. Jetzt habe ich mich da so angestellt beim letzten Mal. Okay. Ich muss, glaube ich, zum... Nicht wahr? Zu diesem da. Ne, ich will jetzt keine Hecke schneiden. So.
So tell me what you want, what Hallo. You really, really want. Schön, Sie zu sehen. Hallo, Miss Ryan. Ich wollte Ihnen nochmal für die Hilfe mit Rookwood und Harlow am Tag des Trollangriffs danken. Sirona, bitte. Und gern geschehen. Die beiden machen nichts als Ärger. Gut, dass Sie hier waren, als Sie sie gefunden haben. Finde ich auch. Sie sprachen an dem Tag mit einem Kobold. Ja, Lodgok. Er ist ein Freund von mir. Mhm. Freut mich zu hören. Ich war überrascht von Ihrer Vertrautheit mit einem Kobold. Ich kenne ihn seit Jahren. Seit ich hier zu Schulzeiten gekellnert habe, bevor das mein Laden wurde. Er war nett, aber wir waren anfangs noch keine Freunde. Sein Misstrauen gegen Zauberer saß tief. Jetzt sind Sie Freunde? Ja. Ich hatte ihn lange nicht gesehen, bis er vor ein paar Monaten herkam. Aber er hat mich sofort erkannt. Was ich von einigen meiner Mitschüler nicht sagen kann. Die begriffen nicht gleich, dass ich eine Hexe und kein Zauberer bin. Nicht alle Kobolde sind wie Ranrock und seine Anhänger. Lodgok ist genauso besorgt wie wir darüber, was da vor sich geht. Wenn das so ist, würde ich gerne mit ihm sprechen. Vor allem über Ranrock. Wo finde ich ihn? Ich nehme an, es geht um die Gerüchte über die Zusammenarbeit von Ranrock und unserem Freund Rookwood. Das stimmt. Wenn er nicht hier ist, findet man ihn oft im Eberkopf, wo er Geschäfte macht. Er ist Metallhändler. Sagen Sie, dass Sie von mir kommen. Er kann Hexen und Zauberern gegenüber etwas misstrauisch sein. Auch so jungen wie Ihnen. Wenn Sie allerdings Informationen suchen, um Ranrock in Schach zu halten, ist Lodgok Ihr Verbündeter. Wissen Sie, an was Ranrock und Rookwood zusammenarbeiten? Ich weiß nur, dass sie anscheinend ein unliebsames Bündnis haben. Freundschaften zwischen Zauberern und Kobolden sind schon selten. Aber zwischen denen? Die sind garantiert auf etwas aus, das der jeweils andere hat. Doch ich fürchte, sie sind wie eine Schlange mit zwei Köpfen. Um ihre Pläne zu stoppen, müssen beide ausgeschaltet werden. Dann hoffe ich mal, dass es keine Hydra ist. Sie schien neulich eher unbeeindruckt von Rookwood und Harlow. Haben Sie keine Angst? Das sind Tyrannen. Ganz einfach. Ich habe sie noch nie toleriert und lasse ganz sicher nicht zu, dass sie meine Freunde schikanieren. Aber sie sind dennoch gefährliche Zauberer, mit denen nicht zu spaßen ist. Sie sollten konfrontiert und wann immer möglich daran erinnert werden, dass der Rest von uns einander unterstützt. Vielen Dank. Danke, Sirona. Wenn Sie Lodgok finden, dann grüßen Sie ihn von mir. Ich weiß nicht, womit Sie sich solch mächtige Feinde gemacht haben, aber bitte, passen Sie gut auf sich auf. Ich sage vielen Dank, My Sirona. Okay. Bitte was? Hi. Außerhalb der Burg zu sehen. Gleichfalls, Amit. Ah, Ahmed. Willkommen im Eberkopf. Setzen Sie, wo Sie wollen. Was haben wir denn hier? Ein Demigeist. Revelio. Sie haben gesagt, ich soll sitzen, wo ich will. Darf ich auch hier hinten sitzen, wo ihr sie ihre... Nee, ne? Ist wahrscheinlich nicht gern gesehen. Na ja, gut. So, wo hast du einen Demigeist gesehen? Wahrscheinlich irgendwo oben oder sonst wo. Ja, ich, Mr. Hallo, Lodgok. Hallo, Lodgok. Sirona sagte, ich finde sie hier. Tatsächlich? Hat sie Ihnen Neuigkeiten mitgegeben? Nein. Eigentlich wollte ich mit Ihnen sprechen. Es geht um Ranrock. Jetzt erinnere ich mich. Die drei Besen. Der Tag des Trollangriffs. Hinter ihnen ist er also her. Richtig. Und ich muss wissen, was er und seine Anhänger vorhaben, um ihnen voraus zu sein. Sagen wir mal, ich wüsste es. Warum sollte ich ihnen trauen? Sirona vertraut mir. Sie sagt, wir hätten vielleicht dieselben Interessen. Tja, wenn Sirona ihnen traut... Na gut. Vielleicht weiß ich etwas, das uns beiden helfen könnte. Ich könnte Ranrock seine Pläne entlocken. Ich bin ganz Ohr. Vor Jahren stahl eine ruchlose Hexe ein heiliges Koboldrelikt. Es heißt, dass es jetzt in ihrem Sarkophag liegt.
in einer Gruft, die nur Zauberern zugänglich ist. Ranrock und ich haben uns vor einiger Zeit zerstritten. Das Relikt könnte unser Zerwürfnis beenden. Wenn ich das Relikt beschaffe, woher weiß ich, dass Sie die Wahrheit über Ranrock sagen? Wir müssen uns wohl vertrauen. Ich darauf, dass Sie nicht mit dem Relikt verschwinden und Sie, dass ich Ihnen sage, was ich herausfinde. Tragen Sie zusammen, was Sie brauchen. Wir treffen uns beim Grab der Hexe. Alles klar. Lodgok. Herr Lodbrok. So, und wo hast du den Demigeist gesehen? Da. Den Demigeist gesehen. Ich sorge dir ganz ohne Scheiß, der Kerl hat doch einen Demigeist. Ich würde gern das Vertrauen brechen. Dann damit würde er sicher nicht rechnen. Oder so. Haben wir Abenddämmerung? Die Wolken sehen so abenddämmerig aus. Okay. Die Wolken sehen sehr abenddämmerig aus. Wenn dem so ist, dann würde ich gerne noch ein wenig warten. Und dann hole ich ohne Scheiß noch so manchen Demigeist. Und diese Truhe hier natürlich. Na, na, na. Sowas wollen wir doch nicht machen, finde ich gar nicht mal zum Lachen. Oh, heute hat er aber. Heute hat er es aber so. Er hat es. Na, Gott sei Dank, er hat es. Ja, das machen wir jetzt. Oh, komme ich hier rein? Nein. Das machen wir jetzt ganz einfach, weil von der Zeit her können wir diese Folge jetzt sowieso einfach mal beenden. Ah, das Spiel kennen wir schon. Ach, du bist eine Frau? Du bist eine Frau. Okay. Ich dachte die ganze Zeit, es wäre langhaarische Bombelege. Wollen wir nochmal die Axt schärfen für den Notfall? Alles klar. Dann haben wir jetzt unsere spannenden Informationen soweit. Und dann gucken wir mal in der nächsten Folge, was wir mit diesen anfangen. Schon müde. Ich wünsche noch einen schönen Tag. Dam, dam, dam.